Konsens für Nonsens Nummer 3. Ich bin alleine zu Haus und schaue zum Fenster raus und träume so vor mich hin. Berühmt wie ich bin, bleiben die Leute stehen, wenn sie mich sehen. Ich winke hinaus, dann brandet Applaus. Ich spiele Cello. Ein Mann mit einem Bello interessiert das einen Dreck. Er geht einfach weg. Ich bin, dies kann man ruhig sagen, fast wie ein Schlachtenlenker. Ich bin, ihr braucht nicht zu fragen, ein Investmentbanker. Ich bin, was schwer ist zu verstehen, nur meiner Gewinnsucht verpflichtet. Am Auto, am Haus, da kann man sie sehen, die Schatten der Existenzen, die ich vernichtet. Ich würde, das sag ich ganz offen, von einem Gewissen niemals gequält. Ihr braucht auf anderes auch gar nicht zu hoffen, weil in eurer Welt nur Gewinnen was zählt. Ich weiß noch, in Krefeld, meine Frau war nicht da. Doch der Wein war verschwefelt und der Braten nicht gar. In solchen Situationen, da bin ich zu feige für Reklamationen, weil ich dazu neige, mich auf meine Frau zu verlassen. So bezahle ich lieber und gehe und kann es kaum fassen, weil ich im Regen stehe. Ich bin nicht der Größte, aber ich bin es fast. Und lebe hervorragend von eurem Geld. Ihr seid jedes Wochenende dafür bei mir Gast, wenn euch zu Hause rein gar nichts mehr hält. Ich kann nicht sehr viel, aber es dafür perfekt. Sehr bald schon habe ich das Kicken gelernt, weil mir für mein Wissen niemand Euros zu steckt, hab ich mich auch früh von der Schule entfernt. Ich bin nicht der Größte, aber kann sein, doch. Weil ihr dies vielleicht so empfindet. Noch. Nach wie vor träume ich am Fenster und glaube, ich sehe Gespenster. Ich sehe türkises Meer mit einem weißen Strand, darauf Bikinischönheiten recht braun gebrannt. Ich unter Palmen sitzend an einer Bar, ach, würden so Träume einmal nur wahr. Ich trinke einen Cocktail mit einem Schirmchen darin, und eine der Schönheiten, sie sieht zu mir hin. Ich lächle sie an und winke ganz schwach. Ich weiß, dass ich träume und denke ein Ach. Sie kommt auf mich zu und lächelt entzückt. Mein Herz will zerspringen, es schlägt wie verrückt. Ich bin so versteinert, dass ich zu atmen vergaß. Sie geht zu dem Muskelmann, der hinter mir saß. Na, macht nichts, ich muss wohl zufrieden sein. Doch einige Wünsche, die räume ich ein. Das fehlende Geld macht das Leben so schlecht. Ein Lottogewinn, ja, der käme jetzt recht. Mein Blick wird ganz starr, heftet sich an die Wand. Das Telefonklingeln hätte ich fast nicht erkannt. Eine amtliche Stimme ist am Apparat. Ich solle mich setzen, dies sei jetzt privat. Ob irgendwer mithört, das will er noch wissen. Ich sitze ganz starr in meinen Kissen. Von der Lottogesellschaft, da rief er an. Ich sei, so sagt er, ein starker Mann. Weiß nicht, brumm ich bin ganz benommen. Ich würde, meint er, 30 Millionen bekommen. Ich sei nun ganz sicher eine reiche Person, was mein Leben stark ändert, dies glaube er schon. Ich könne, wollte ich, ein Lamborghini kaufen oder in den Rocky Mountain Sommerski laufen. Und Frauen würden mich ab jetzt mehr beachten und vielleicht in Monaco mit mir übernachten. Auch bald kämen Freunde von überall her und Sorgen, ganz sicher, die hätte ich nie mehr. Nein, hören Sie auf, das wird mir zu viel. Ich schließe das Fenster behende. Das war Fantasie, ein Gedankenspiel und Nonsens von Anfang bis Ende.